Ja, Tag zusammen. Ich wollte heute mal was über eins meiner Hobbys erzählen, und zwar über Ferngläser. Also, immer wenn ich unterwegs bin, habe ich gerne ein Fernglas dabei. Und ja, was soll ich sagen? Die guten Ferngläser aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Da kann man echt mal eine Lanze für brechen. Muss man sagen. Die sind echt nicht schlecht. Natürlich kommen die an den optischen Leistungen eines phasenvergüteten ED-Glases nicht ran. Aber braucht man das? Diese wirklich besonders guten Gläser, die braucht man eigentlich nur in der Dämmerung, in der Morgen- und Abenddämmerung. Und da sind, ja, da ist es den meisten Leuten eh viel zu kalt. Und da haben die überhaupt keine Lust, im Wald zu sein. Ja. Also wenn man ganz normal tagsüber unterwegs ist oder nur mit beginnender Dämmerung unterwegs ist, dann reicht uns ein ganz normales Glas aus dieser Zeit. In dieser Zeit, da gibt es zum Beispiel typische Ferngläser, so wie das hier. 7x35. Sagen viele, oh, 7x, da ist ja keine Vergrößerung. Nee, das ist Schönstadt. Man hat ein weites Blickfeld, ziemlich viel ist scharf. Manche von diesen Gläsern, so wie das hier, die haben sogar schon Gummitüll und die kann man sogar direkt mit Brille verwenden. Das hier ist ein altes Glas von Bushnell. Nicht aus Amerika, als made in Japan. Es hat jetzt kein Drehrad, um in der Mitte scharf zu stellen, sondern so eine Kippfunktion. War mal eine Zeit lang in und modern. Kann man ohne weiteres machen. Geht. Und 35 mm, jo, das ist schon ganz nett. Vor allen Dingen in der, wenn es jetzt nicht ganz so hell ist, dann ist es wirklich schön. Und natürlich ist es leicht und führig. Man kann das immer überall hin mitnehmen. Und ja, was soll ich sagen? Das steht bei mir zu Hause an einem Fenster. Direkt auf der Fensterbank. Neben den Bubenpötten. Wenn also ein Piepmatz vorbeifliegt, schnappe ich mir das und voilà. Und gerade im Garten oder auf so mittlere Distanzen, da reicht eine siebenfache Vergrößerung allemal aus. Ich denke sogar, bis auf 1000 Meter kommt man mit siebenfacher Vergrößerung immer aus. Das geht schon. Und ja, es ist ordentlich lichtstark und hat so die typische blaue Vergütung einer Multivergütung, also Mehrfachvergütung. Ja, richtig schön Metall. Kann man sehen, made in Japan. Jetzt aus der Serie Bushnell Ancient. Da gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr dieses Glas. Aber, tja, in der Hökerkiste, also bei eBay, da kriegt man sowas für 20 Euro, vielleicht 20 Euro plus Versandkosten, manchmal noch günstiger. Ja, und wenn es dann doch mal dunkler werden sollte, da kann man sich ja auch ein Glas besorgen für diese Dämmerungsphase. Und wie gesagt, 20 Euro. Ein typisches Glas ist dann so weit hier. Genau, das ist jetzt ein 7x50, auch vom japanischen Hersteller Honsubal Clover. Und ja, das ist ein richtig schönes Nachtglas, ne? Muss ich schon sagen. Und das ist sehr, sehr lichtstark,
auch schon mehrfach vergütet, wie man hier vorne sehen kann. Natürlich ist er ziemlich groß und auch was schwerer. Und es hat halt eben nur diese Kunststoffteile, ne? Hier oben, also diese Kunststoffokulare, und man kann nicht mit Brille verwenden oder nur sehr eingeschränkt. Also da ist das Sichtfeld wirklich schlecht. Also muss man sich einfach nur die Brille absetzen, die irgendwo hin tun oder ja, und schon kann man das wunderbar verwenden. Und was soll ich sagen? Nicht umsonst waren diese Gläser 7x50 Jahre bis Jahrzehnte lang sehr bevorzugte Jägergläser. Sie sind sehr lichtstark, noch einigermaßen leicht und heutzutage, tja, da kann man sie bald am Hochsitz stehen lassen, weil 20 Euro, ne? Also wirklich toll, muss man sagen. Und ja, das hier ist jetzt Super Clover, auch made in Japan. Mal sehen. Ja, made in Japan. Also auch schön, schöne Verarbeitung. Wertig, ganz aus, ich nehme mal an, Aluminium. Ja, eine schöne, wertige Verarbeitung. Ein bisschen labbriger Wucht dran, aber das kann man ja jederzeit ändern. Ne? Also, was ein schönes Glas. Und wenn das jetzt noch nicht so richtig reicht, kann man nochmal so 50 Euro vielleicht ausgeben. Oder etwas mehr vielleicht auch. Kauft sich etwas Hochwertigeres. Und zwar sowas hier. Ne? So, das ist jetzt ein Meopter aus der Tschechoslowakei. Ja. Und ja, dieses Meopter auch wieder in der Ausführung 7x50. Aber es hat keinen Mitteltrieb. Also, da muss man jedes Okular einzeln auf sich einstellen. Wenn so ein Glas also nicht von Hand zu Hand geht, sondern einzeln einfach bei einem selber bleibt, tja, da ist man einfach damit sehr gut bedient. Einfach einzeln die Seiten einstellen und dann kann man immer wieder reingucken. Immer wieder perfekte Sicht. Und ja, das kommt den... Das ist schon durchaus vergleichbar mit einem Zeiss-Glas, muss man sagen. Das ist also Qualität made aus Tschechoslowakia, also aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Aufgrund der Nummer, dieser Fabrikationsnummer, da gibt es noch ein paar Listen im Internet, kann man auch sehen, das ist so aus den 60er Jahren. Und das ist auch wirklich eine ganz wertige Angelegenheit, muss man sagen. Also hat jetzt keine Belederung, sondern so einen Raulack. Das kennt man noch aus den alten, von den ganz alten Zeiss-Gläsern zum Beispiel, aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten auch diesen Raulack, greift sich sehr schön, ist natürlich ein bisschen frisch, gerade jetzt im Winter. Ne? Aber ein schönes Glas, wunderbar verarbeitet, gute Sicht, kann man echt empfehlen. Das ist ein Schnäppchen, das ist echt gut. Also wenn man jetzt so wie ich mehrere Gläser hat und ich habe ein paar davon, okay, sammle sie. Und ja, da kauft man sie eins für nachts und eins für tagsüber. Und vielleicht noch eins für unterwegs und beim Auto und ich weiß nicht wo. Oder für den Rucksack oder so. Ist natürlich schon ein bisschen schwerer. Gebe ich dazu, so Kilo ungefähr wird das haben. Ne? Um in der Natur unterwegs zu sein, da möchte ich einfach nicht auf ein schönes Fernglas verzichten. Ich finde es einfach toll, mir die Tiere, vor allem jetzt Vögel, so richtig schön nah ranholen zu können. Und die siebenfache Vergrößerung reicht dabei echt aus. Also, ja,
Da wollte ich mal sagen, da wollte ich mal eine Lanze für brechen, für diese altmodische Art von Ferngläsern. Übrigens, gerade dieses 7x50 wurde auch viel in der Seefahrt verwendet. Ja, da ist das etwas größere Sichtfeld besser. Und wenn es schaukelt und wackelt und man nicht so einen guten Stand hat, kann man damit immer noch ein relativ zitterfreies Bild darstellen. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein für heute. Ne? Ich gucke jetzt hier noch ein bisschen und genieße die Stunde der Wintervögel. Zähle mit. Hab schon ein paar gezählt. Hatte ich dieses Jahr. Spatzen, Feldspatzen, Blaumeisen, Kohlmeisen, Kleiber, Dompfaff, Rotkehlchen. Ja, keine Grünfinken, keine einzige Amsel gesehen. Unterwegs, ich war heute ein bisschen unterwegs, da habe ich schon eine Amsel gesehen. Aber sonst, eine Eule habe ich heute gesehen, saß im Baum. Als im Dschungelwürdig, tagsüber, im Winter, eine Eule. Naja, ja, ansonsten, ein Sperber habe ich heute noch gesehen, im Flatterflug, über dem Feld. Deutlich zu erkennen. Ja. Und Raben. Also Raben und Kolkraben. Das war es, glaube ich, für heute. Er reicht ja eigentlich auch. Nur war schon wieder eine Menge. Ab für so einen ganz normalen Tag, so zwischendurch im Winter. Aber immerhin ist es ja heute mal ein bisschen heller. Ne? Nach all den dunklen Tagen hier im Norden. Da freut man sich einfach mal wieder in der Sonne zu sitzen. Also ich freue mich. Ich finde es einfach toll. Einfach draußen zu sein, draußen zu sitzen. Sei es jetzt einfach bei mir auf der Terrasse und einfach mal rauszusitzen. Zu gucken, zu schauen. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Gucken, ob mein Tee noch ein bisschen, eine leichte Wärme. Tag zusammen.